Willkommen hier beim Winter-Update von The Range Simulator. So, neues Spiel, neues Glück. Ich werde mal das Spiel laden in der Hoffnung, dass das alte Spielstand noch geht. Echt jetzt? Das ist die erste Welt, die wir hatten. Die wurde ja unbrauchbar gemacht. Durch das neue Update. Jemand, der Range Simulator ja selber spielt, der weiß genau, was ich davon meine. Ja. Laden. Ich habe das noch nie mit dieser Ansicht gespielt. Kam jetzt mir gerade ein großes neues Update hier heute rein von dem Simulator und mal gucken, was mich jetzt da erwartet. Ihr seht ja schon, der Wintermodus ist hier eingestellt, die Rentiere sind da. Der Weihnachtsmann fehlt, aber die Geschenke hat er schon vorbeigebracht. Okay, das ist schon mal ganz gut. Ich muss nur noch laden, um ehrlich zu sein. Die alten Ladezeiten waren meines Erachtens relativ lange. Oder nicht lange. Ich kann es auch, kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Simulator bestimmt schon seit 2,5 Monaten nicht mehr gespielt. Deswegen fange ich jetzt mal an. Also, lieber Entwickler, ist ja schön, dass du ein Update gemacht hast, dass er überall Schnee liegt. Aber hättest du die Ladezeiten nicht mal verkürzen können? Das ist ja der Horror. Habe ich gerade sage und schreibe 3 bis 4 Minuten gewartet, bis wir die Ladezeiten fertig waren. Stimmt, wir hatten letztes Mal hier das Ding gebaut. Also ich mit Bionado zusammen. Das sollte, glaube ich, das Tierhotel werden. So war mir das so in Erinnerung. Genau. Hier sollten ja die Schweine rein. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier die hochkriegen soll, die Schweinchen. Da fehlt mir allerdings ein Dach. Was kann ich denn noch alles bauen? So, einmal hier, einmal da. Ja, die Häuser natürlich. Kann ich nicht weiter scrollen. Die Scheunen, das ist eine Möglichkeit. Dann das hat sich also nicht verändert in der Sache. Also da ist das Update. Naja. Hat sich das Update nicht weiterentwickelt. Wie komme ich jetzt hier raus? Okay. Nee, das will ich eigentlich gesagt nicht. Dann baue ich ja wieder was ab und mit meiner Grobmotorigkeit. Ich kenne mich. Ich bin manchmal wirklich doof. Fahren. Also F war es ja. Motor starten. Ich habe 2 Monate nicht mehr gespielt. Hat er es wenigstens mit diesem Fahrmodus besser gemacht? Stimmt, hier standen ja meine alten Scheunen noch. Ich guck mal hier in den LKW. Vielleicht sind da die Lebensmittel noch drin. Die kann ich ja eigentlich schon vorbeibringen. Oder liegt hier noch etwas? Meine Güte, ich bin hier mit T-Shirt draußen. Bei dieser Kälte, würde der jetzt eine Art Lebensgenerator ja anzeigen. Dann würde ich jetzt erfrieren. Hier ist noch was. Okay, ich nehme das jetzt einmal mal mit. Was weg ist, ist weg. Ich weiß doch gar nicht, wie viele Moneten ich hier noch in der Tasche habe. So, ich weiß doch gar nicht, wie viel Munition ich hier noch in der Tasche habe. Ich kann immer nur. Wie? Immer nur eins in der Hand halten. Konnte ich nicht mal mehrere? Noch waren das die Bretter gewesen. Wie gesagt, lange, lange, lange her. Puh. So. Aufeinander stapeln geht zumindest. Hier ist noch ein Stück Fleisch.
Okay. Dann mache ich mal das Brezzo hier und dann ab hier zum Geschäft. Da ist mein Lieblingspferd. Da vorne ist auch noch was. Mensch, ich habe jetzt noch so viel rumzuliegen. So, einmal hier. Meine Güte. Dankeschön. Ist denn hier noch was im Haus? Okay, das Ding ist auch noch hier. Ich verkaufe das jetzt einfach mal, egal ob das jetzt im Angebot ist oder nicht. Und dann sehe ich ja eh, ob ich hier noch irgendetwas habe oder nicht habe. So, hier ist nichts. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Alles leer, das ist schon mal ganz gut. Blauer Schimmel. Blauer Schimmel oder blauer Schimmel? Ah, ist eine blaue Schimmel. Hier ist also nichts. Da kann ich einfach gemütlich losfahren. Da ist alles durch. Gut, die Werbung ist auch gleich vorbei. Das Kind von der Hahesis, beschützt von den Antikern, geht gleich hier weiter. Und da werde ich dann mal schauen. Ich sehe ja gar nicht mehr meine Straße. Mann, diese Bremsweiten ist genauso pervers wie ohne. Ja, ich muss ja echt viel drauf kloppen. Zum Nachladen. Machst du mal? So. Mensch. Meine Güte, lad nach. Das sind Rentiere, die ich jetzt hier erschießen kann, oder was? Was kriegen die denn da für Fleisch raus? Jo. Jetzt gehe ich erstmal auf Pause, weil Stargate geht weiter. So, Stargate geht vorbei. Ich habe in der Zwischenzeit das Vieh mal gehäutet. Es ist ganz normales Fleisch. Sieht zumindest so danach aus. Ich werde mal schauen, wenn ich das dann im LKW lade. Ja, wie das dann so aussieht. Ich darf nur nicht vergessen, wie es aussieht. Der Schneesturm ist jetzt so ein bisschen vorbei. Jetzt ist es wieder ein bisschen Wärmchen. Ah. Ich habe ganz vergessen, dass da hier so ein bisschen. Wo liegt denn das tote Vieh? Hier. Das sieht ja alles gleich aus. Das sieht so aus wie eine Mondlandschaft hier. Nur nicht eben braun, rot. Gut. Wildfleisch. Okay. Ganz normales Wildfleisch wie bei anderen eben auch. Aber da war noch ein drittes Stück hier irgendwo. War da noch ein drittes. Das sieht echt merkwürdig aus, oder? Kann man ja die Helligkeit um ein bisschen Optionen. Video Gamma. Nochmal. Ich schalte das mal ein bisschen höher, weil es wird ja mal dunkel. Mit dem neuen Update muss ich ehrlich sagen, da ist es ja. Frage mich, was das gerade war. Hat der Grafik nicht rübergesprungen oder warum, wieso, weshalb? Ich habe es selber gerade nicht gesehen.